Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu meinem neuen Projekt. Ja, es ist genau 0 Uhr bei euch oder ein paar Sekündchen später. Ja, das ist mein neues Projekt hier, Daylight. Ja, dieses Jahr rausgekommen, 2014, ist ein Psycho-Horror-Survival-Spiel. Wie soll es auch anders sein? Ja, Freunde, wie gesagt, das wird mein neues Projekt hier. Nebenbei läuft noch Outlast und The Forest. Ja, was ihr schon wunderbar nebenan mitschaut. Ja, wollen wir nicht lange Zeit vermehren. Schauen wir in unser Spiel rein hier bei Daylight. Ja, wie auch immer, wunderbar mit einem Ladebildschirm. Ob die das vielleicht irgendwann mal gebacken kriegen, dass man sowas nicht mehr hat. Aber bis dahin können wir noch damit leben. Mit einem Ladebildschirm. The Daylight. Ja, wie gesagt, 2014 rausgekommen. Brandneu. Ja, und nichts für schwache Nerven. Jetzt zur Geisterstall. Geisterzeit. Hier mit eurem Danny. Und es ladet. Und es ladet. Und es ladet. Es ladet. Und es ladet immer noch. Ja, und schön sind wir in der Steuerung. Ja, das Telefon wird dir helfen, dich zurechtzufinden. Verwende die Leuchtstäbe, um Relikte zu finden. Okay. Ja, und damit herzlich willkommen zu The Daylight. Ah, du bist angekommen. Sarah, konzentriere dich. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir waren fleißig. Ja, das waren wir. Gewende dieses Gerät und deine Hand, um dich zu orientieren. Es gibt viel zu sehen und viel zu lernen. Wo bin ich? Ja, meine Lieben, schauen wir uns kurz hier um. Wir sind hier in einer Halle. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß nicht, wo wir sind, was das für ein Gebäude ist. Vielleicht finden wir es in den nächsten Parts raus hier. Ja, wie man sieht, haben wir ein Handy. Und das ladet ja schon mal wieder ein hier. Ja, meine Lieben, über dieses Handy werden wir uns orientieren, weil das ist echt sonst grauenvoll. Häftling 52 hat offenbar Visionen von Schattenmenschen. Die anwesenden Ärzte versuchen fortlaufend konventionelle Therapien, aber ich glaube, wir müssen uns am neuen Prozeduren Gedanken machen, die unseren bisherigen Erkenntnissen neue Anstöße verleihen. Ja, okay. Dann werden wir diese neue Welt von The Daylight natürlich beschreiten. Ja, meine Lieben, bei mir ist es hier Nacht. Ich habe mir alles abgedunkelt, dass es noch dreimal schöner wird. Ja, benutzen wir mal diesen Leuchtstab. Verwendete Leuchtstäbe, um weiterzusehen können. Aha, ist ja wie hier in der Disco. Oh, ja, man sieht, wir sind nicht allein oder wir sind... Ja, wie gesagt, wir hinterlassen hier Schritte. Ja, und damit begeben wir uns in die Pforten von Daylight. Ja, die Patientin, Alter 10 Monate, wurde von ihren Pflegern aufgrund seltsamer und dieser Zwischenfälle, die kurz nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus aufgetreten, wieder eingewiesen. Oh Gott. So, meine Lieben, wir schauen hier weiter, laufen sehr, sehr vorsichtig in den zweiten Raum. Ist irgendwer hier? Ja, das frage ich natürlich auch. Ja, meine Lieben,
Wo gehen wir lang? Gehen wir da lang oder da lang? Gehen wir da lang! Wie jetzt? Ja, meine Lieben, wie ich rausgefunden habe, zeigt uns dieser Leuchtstab Objekte an, mit dem wir ohne diesen Leuchtstab, oh Gott, nicht sehen würden. Oh mein Gott. Ja, Freunde, dieses Spiel wurde ausgezeichnet zum besten Spiel 2014. Und ich kann es gar nicht verstehen. Ja, gut. Schauen wir mal hier in diesen Raum rein, was wir hier so Schönes finden. Ob wir hier etwas finden. Ja. Das sieht aus wie eine Badeanstalt hier. Das war ja mal gerade günstig. Könnte man ja eigentlich mal baden gehen, boah. So, ein Ventilator. Können wir denn mit denen irgendwas machen? Benutzen? Ach nein, es war die Tür. Okay. Ja, meine Lieben, wie gesagt, das ist mein drittes Projekt hier. Ja, nebenbei läuft ja noch The Forest gut und an, auch wenn wir da manchmal viel Pech haben. Und The Outlast Live läuft natürlich auch. Und jetzt hier als drittes Projekt bei mir hier The Daylight, das Psycho-Horror-Spiel, wo die Tür nicht aufgehen will, doch jetzt. So, werden wir jetzt mal hier vorgehen. Vielleicht nochmal hier in die Räume gucken, ob wir hier irgendwas finden. Ja, Schmetterlinge oder Fledermäuse, ich weiß es jetzt nicht. Könnten wir vielleicht hier reingucken. So, meine Lieben, meine Leuchtstäbe sind verbraucht. Wir können vielleicht noch mit der hier agieren. I know you're there. Oh mein Gott, sieht das hier aus. Ja, ich denke fast, ich könnte es fast denken, was das sein könnte. Ich schätze mal ein Altersheim oder... Nach der Wiege hier könnte es ein Krankenhaus sein. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, nach zumindest sind hier Tabletten. Also könnte das gut möglich sein, dass das hier ein Krankenhaus ist. Oder ein Altersheim, ich weiß es nicht. Oder eine Psychiatrie, könnte natürlich auch sein. So. Ich weiß, dass du da bist. Ja, das sind gute Anzeichen hier. Was ist das? Können wir hier vielleicht reingehen? So, und über unser Handy können wir so sehen, was und wo wir schon waren. Das ist unsere kleine Minimap. Ja, und es ist so ein guter Grund, warum ich das jetzt 0 Uhr für euch veröffentliche. Es soll ja auch Spaß machen, ne? Zum Beispiel, ihr sitzt ja bestimmt jetzt allein daheim. Ich schätze mal, ihr habt das Licht aus. Wie ich. Und dann macht das Spiel ja nochmal 50% mehr Spaß. Was ist das? Was ist das? Ja, seltsame Geräusche hier. In den Hallen. Des Schreckens.
Ein Brief. Billy, ich habe heute Nacht jemanden im Heizungsraum gesehen. Der Bastard hat mir so einen Schrecken eingejagt, dass ich fast tot umgefallen wäre. Ich habe mich aus dem Staub gemacht, bevor ich einen guten Blick auf ihn werfen konnte. George. Ja, das klingt schon mal sehr, sehr positiv. Geschichte von New Kipling. Aber wir wollen ja hier nicht lesen, wir wollen uns erschrecken oder keine Ahnung, wir wollen sehen, was uns hier erwartet. Ich muss mir zumindest erstmal einen Überblick schaffen. Nein! Da war was. Da war was. Oh mein Gott. Was war das? War das ein Gespenst? War das eine Krankenschwester, die sich bloß im Raum geirrt hat? Wir wissen es nicht. Nein. Oh, Freunde, ich habe Gänsehaut pur hier. Glaubt mir. Kommen wir vielleicht hier rein? Nein. Auch nicht. Dann werden wir hier mal weiter lang gehen. Gott. Ich komme mir vor, als wäre ich schon mal hier gewesen. Ja, da gefriert echt der Sabber im Mund. Man orientiert sich ja ganz, ganz schlecht. Man weiß, ja, hier ist der Eingang. Wir nehmen ja noch Leuchtstäbe mit. Ist gar nicht so schlecht, dass wir hier nochmal hingekommen sind. Ja, Freunde, und suchen uns jetzt hier den Weg in den ersten Part hier von Daylight. Den Psycho-Horror-Spiel. Ja, und das hat man vorher nicht gesehen. Ich fürchte mich angesichts der bevorstehenden Schließung des Krankenhauses. Ja, es ist doch ein Krankenhaus, wie ich schon gedacht habe. Kein Zuhause für Sie finden werden. Es ist bedauernswert, dass ein Leben, das unter solch gewalttätigen Umständen auf die Welt gebracht wurde, nun unter diese Obhut des Staates kommt. Sie wird zweifellos von einer Einrichtung in die nächste wechseln. Ja, schöner Lebenslauf. Kenne ich irgendwoher. Ja, hier ist zumindest nix. Gut. Aber hier waren wir doch schon mal. Ah, okay. So, meine Freunde, die erste und letzte Minute ist angetreten. Ja, bevor wir hier weitermachen, sage ich jetzt erstmal Tschüss und Dankeschön, dass ihr hier den ersten Part von The Daylight angeguckt habt, hier in der Krankenhausatmosphäre, in der Psychoatmosphäre, wie man es auch nennen will. Ja, ich freue mich auf den nächsten Part, wenn ihr dann wieder zuschaut. Euer Danny hier. Macht's gut und Dankeschön.